Ein Ort, der Geschichte geschrieben hat und voller Geschichten steckt. Ein Sehnsuchtsort mit atemberaubender Natur und voller Leben. Ein Rückzugsort für seltene Tier- und Pflanzenarten und ganz besondere Menschen. Das Grüne Band Thüringen. Ich lasse mich da echt mal überraschen. Es ist eine Aufbruchstimmung, es ist eine Neugier da, es ist natürlich auch Begeisterung da. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn 20 Kilo auf meine Schultern drücken. Begleiten Sie den Abenteurer und Weltreisenden Mario Goldstein auf seiner neuesten und emotionalsten Reise. Auf dem Abenteuer Grünes Band. Die Multivisionsshow vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Mario Goldstein bereiste über 7 Jahre die Meere der Welt, begab sich zum Dalai Lama und bezwang den Yukon River in Nordamerika. Am grünen Band stellt er sich zum ersten Mal dem dunkelsten Kapitel seiner wechselvollen Lebensgeschichte, der gescheiterten Flucht aus der ehemaligen DDR. Durch diesen Kontakt ist diese Schublade aufgegangen. Das waren halt harte Zeiten. Und die hätten mich erschießen können, ich wollte raus. Aber wenn man heute hier langläuft und sieht das alles, und dann sagt man sich, hey, warum? Warum? Zu Fuß unterwegs und nur von seiner Hündin Sunny begleitet, trifft Goldstein auf knapp 800 Kilometern Menschen, die das Grauen der Grenze hautnah erlebt haben, und stellt sich dabei seiner Vergangenheit. Die hat das auch mitgekriegt, wie es mich geschmissen hat. Ich weiß ja jetzt noch. Und dann mussten die einfach raus. Diese Aktion damals hieß Ungeziefer. Da ist er also zusammengebrochen, hat nochmal den Kopf gehoben und dann war Schluss. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der klar bei Verstand ist und in der DDR lebt, immer irgendjemanden fragt, warum musst du da drüber gehen? Er spricht mit außergewöhnlichen Menschen, die hier am grünen Band ihre ganz eigene Freiheit gefunden haben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in abgelegenen Gebieten auch meistens außergewöhnliche Menschen wohnen. Ich finde es halt wichtig, dass so Sachen einfach noch bewahrt werden. Begegnet Pionieren des deutsch-deutschen Naturschutzes und Menschen, die sich mit Herz und Verstand dem Erhalt der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt verschrieben haben. Dann gesagt, okay, das ist ein grünes Band, ist jetzt kein Todesstreifen mehr, sondern eine Lebenslinie. Und ist atemberaubenden Landschaften, seltenen Pflanzen und den Kräften der Natur so nah wie selten zuvor. Ich bin mittlerweile ein bisschen verliebt in meinen Kolonnenweg, in meine Ruhe, in meinen Wald. Folgen Sie Mario Goldstein und dem grünen Band auf dem Weg zum Nationalen Naturmonument und werden Sie Teil dieses Abenteuers mitten in Deutschland. Abenteuer Grünes Band. Eine monumentale Reise, die die Geschichte vom Todesstreifen zur Lebenslinie erzählt. Die neue Multivisionsshow. Jetzt live, auch in Ihrer Nähe.